Schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Chartflash für Donnerstag, den 21. Juli. Mein Name ist Ronald Geert. Ich bin Analyst bei börsedaily.de. Thema zunächst mal der Goldpreis vor der EZB-Entscheidung gleich. Und natürlich machen wir ein Roundup über alles das, was die EZB bewegen könnte, wenn sie denn etwas entscheidet oder aber andeutet, dass sie in Kürze etwas unternehmen wird. Das ist offen. Manche spekulieren darauf, dass da was kommt als Prophylaxe vor, bevor es dazu kommen könnte, dass die Wirtschaft der EU unter dem Brexit leidet. Aber andererseits, die Bank of England sah keine Notwendigkeit dafür. Da allerdings ist man natürlich auch fein raus, weil das Pfund kräftig fällt. Beim Euro ist das noch nicht der Fall. Vielleicht wird sich das ändern. Um 13.45 Uhr, wenn die EZB entscheidet oder bekannt gibt, ob sie an den Zinsen was ändert, oder um 14.30 Uhr, wenn Mario Draghi möglicherweise verbal etwas verändert, respektive irgendwas in Bezug auf das Anleihekaufprogramm macht. Im Vorfeld sind alle in den Startlöchern. Egal welchen Chart man sich ansieht, man ist im kurzfristigen Bereich so positioniert, dass man egal wie innerhalb kürzester Distanz und innerhalb von Sekunden ein Long- oder Short-Signal im kurzfristigen Zeitraster erzeugen könnte. So auch der Goldpreis, der nun mittlerweile doch zwei Wochen konsolidiert hat, von seinem bisherigen Jahreshoch bei 1375 Dollar runterkam in die Supportzone 1304 zu 1316. Die 20-Tage-Linie ist mittlerweile unterschritten, ist aber ja auch nach oben davongelaufen. Dementsprechend kommt es jetzt auf diesen Bereich an. Hält die Unterstützung, kann damit ein neuer Aufwärtsimpuls kommen. Über 1350 Dollar wäre hier eine Long-Position durchaus dann zu erwägen. Sollte Gold abrutschen, weil die EZB möglicherweise eine Aktienmarktrallye auslöst, dann wäre Luft in Richtung 1193 zu 1207. Das ist schon eine ganze Kante nach unten mit einer leichten Unterstützung bei 1250. Und das hieß, unter 1300 Dollar auf Schlusskursbasis wäre hier durchaus zu erwägen, eine Short-Position einzugehen. Aber wie gesagt, Schlusskursbasis. Was nachher passiert, wenn was passiert, kann sehr volatil sein und es muss keinesfalls so sein, dass eine einmal eingeschlagene Richtung dann auch durchgehalten wird. Was für alle anderen Assets auch gilt, so dem Bund-Future, der sich jetzt dieser Unterstützung in Form des Zwischenhochs von Mitte Juni angenähert hat, eine Zone, die er bislang hat verteidigen können. Auch hier ist die 20-Tage-Linie unterschritten. Da es sich um ebenfalls einen sicheren Hafen, in Anführungszeichen natürlich, handelt wie bei Gold, ist auch das Chartbild sehr ähnlich. Und hier wird es dann darum gehen, ob auf Schlusskursbasis auch diese Aufwärtstrendlinie von Ende April hält. Wir haben den Stop-Loss etwas enger bei 165,70. Das wäre also nicht mehr viel Spielraum nach unten. Das ist das Niveau dieses Levels hier. Aber lieber steigt man wieder neu ein, falls es zu einem kurzzeitigen Abrutschen und dann doch einer Rallye kommt, bevor man zu weit auf der falschen Seite mitgeschleift wird. Denn die EZB ist schon imstande, den Bund-Future gewaltig zu bewegen. Es gibt dann schon mal Tage, wo es dann 200 und mehr Ticks in eine oder eben in beide Richtungen geht. Gucken wir nur hier, als die EZB Anfang März ihr letztes Maßnahmenpaket beschlossen hat. Das ist schon eine Mordskante von immerhin 250 Ticks an einem Tag. Da muss man dann nicht auf der falschen Seite dabei sein. So, Euro-Dollar? Naja, man versucht's ja. Aber jetzt muss die EZB auch nachlegen. Die 1,10 ist auf Schlusskursbasis bislang noch nicht unterschritten worden, aber wir wären jetzt kurz davor, wenn das so laufen soll, wie man seitens der Euro-Bären das erhofft. Warten wir es mal ab. Nach oben wäre natürlich auch schnell was passiert. Über 1,12 wäre eine Long-Position allemal denkbar. Vielleicht, je nachdem, wie sich der heutige Tag entwickelt, auch auf einem tieferen Niveau schon. Das kommt ganz darauf an, wie und auf welche Art und Weise und wie weit dieser Kreuzwiderstand aus 220-Tage-Linie hier im Bereich um 1,1080 etwa, 1,1090 nach oben durchbrochen würde. Ansonsten wäre Luft in Richtung 1,0820 respektive 1,715. So, was haben wir noch? Natürlich den DAX. Der liegt unverändert im Markt. Hat allerdings am Morgen schon mal wieder mal mit einer kleinen Kurslücke eröffnet über der Widerstandszone 10,123, 10,164. Hat die aber bislang nicht halten können und bleibt somit auch in Schlagdistanz zur 200-Tage-Linie. Sprich, auch hier ist man imstande, innerhalb kürzester Zeit jetzt ein Long- oder Short-Signal zu generieren, was auch für den Eurostoxx 50 gilt. Natürlich, der bleibt zwar noch in seiner Handelsspanne der letzten Tage, aber die Widerstandsmarke 2973 zu 2988 ist in Schlagdistanz und
Immerhin könnte man dann in Richtung 3020 an die obere Begrenzung dieses Aufwärtstrendkanals vorstoßen oder aber abrutschen. Dann wäre diese Zone 2855, 2865 wohl nicht weit. Markttechnik überkauft? Mag sein, aber das hat wenig zu sagen an einem Tag, wo die EZB dann im Endeffekt die Pace machen wird. Wir werden wissen und analysieren, was passiert ist und warum es passiert ist, morgen früh in der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call und der Morning Mail. Die dann morgen früh vor 9 Uhr für Sie auf dem Frühstückstisch, der nächste Chartflash Week üblich, morgen Mittag um 1. Bis dahin, schönen Donnerstag und machen Sie es gut.